1,9 Milliarden verschwunden. Das Unternehmen hat Insolvenz angekündigt und schon scharen sich die Konkurrenten, um sich die Überbleibsel von Wirecard zu schnappen. Der Skandal rund um das deutsche Fintech ist um die ganze Welt gegangen und wirft natürlich viele Fragen auf. Und diese Fragen will ich heute mit einer hochkarätigen Expertenrunde aus der österreichischen Fintech-Szene diskutieren. Im Virtual Roundtable von Trending Topics begrüße ich Karin Kiesling vom Wiener Fintech Savity. Hallo. Hi, servus. Grüß euch. Hallo. Christian Birkner vom schweiz-österreichischen Fintech Bluecode. Hallo. Hallo, freut mich sehr. Hallo, Christian. Dann Markus Bernhard vom Wiener Fintech Ready to Order. Hallo, Markus. Hallo, freut mich. Und last but not least, Claudio Wilhelmer, ein, würde ich mal sagen, Fintech-Veteran aus Österreich und Fintech-Unternehmer. Hallo, Claudio. Hallo, freut mich sehr. Danke für die Gelegenheit. Freue mich auf die Diskussion. Genau, super. Ich würde es mal ganz kurz sagen, ihr seid ja lange im Fintech-Bereich unterwegs. Ihr kennt Wirecard sicher teilweise besser als ich. Was war eure erste Reaktion, was war euer erster Gedanke, als dieser Skandal aufgepoppt ist oder halt so wirklich aufgepoppt ist mit diesen fehlenden 1,9 Milliarden Euro, mit Vorständen, die irgendwie es plötzlich Haftbefehle gab? Was ist da in euren Köpfen vorgegangen? Karin, ich fange mal bei dir an. Also wir wollen ja selber auch nach Deutschland gehen und für uns ist natürlich die BaFin Maß aller Dinge auch irgendwo, wenn wir nach Deutschland gehen, das Unternehmen, denkst du, oh Gott, bitte nicht. Denn die BaFin hat versucht, sich vor eines ihrer Unternehmen zu stellen. Dieses Vertrauen ist missbraucht worden. Man hat wahrscheinlich viel zu lange im guten Glauben hier das Unternehmen gedeckt. Und das war also sowohl für den Regulator als auch für den Finanzplatz Deutschland eine ziemliche Katastrophe, würde ich mal sagen. Daher von der Seite, was den Regulator, die Anerkennung des Regulators, des Finanzplatzes anbelangt, sehr unangenehm. Ich gebe die Frage gleich weiter, Markus, von Ready to Order mit Wirecard. Weiß ich nicht, ob Sie da schon Berührungspunkte hattet, aber als junges Fintech in Wien, was denkt man sich über so einen Fall, was da in Deutschland passiert ist? Also die Nachricht ist natürlich einmal wie eine Bombe eingeschlagen. Wir sind mit der Wirecard auch seit Jahren im sehr, sehr engem Austausch. Wir haben aktuell jetzt keine Live-Partnerschaft, wo unsere Kunden mit einer Wirecard-Lösung arbeiten. Aber wir waren im sehr, sehr engem Austausch und es waren auch Pläne existiert, auch in der Zukunft die eine oder andere Partnerschaft anzugehen. Das hat natürlich bei uns viele Fragezeichen aufgeworfen. Aber im ersten Blick, was bedeutet das jetzt? Ich glaube, die Chronologie ist ja mittlerweile filmreif. Die erste war ja nur die Nachricht, dass eben das Geld fehlt, dass 1,9 Milliarden fehlen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt wusste noch niemand das Ganze, den gesamten Ausmaß, was es wirklich bedeutet. Also wir haben schon irgendwie gehofft, dass die guten und positiven Teile der Wirecard, von denen es ja wirklich viel gibt, man darf nicht vergessen, die Wirecard hat viel positiven Einfluss auf die gesamte Szene gehabt, hat sehr innovative Produkte gelauncht, dass hier die Dinge bestehen bleiben und auch die Verfügbarkeit für ja, innovative Ideen, für innovative Fintechs weiter Bestand haben. Das ist aktuell leider alles mit Fragezeichen behaftet. Und somit sind wir auch mit, sagen wir selbst, auch unmittelbar davon betroffen, weil sich auch hier einfach die Vielfalt der Angebote massiv reduziert haben. Auch die Frage an Christian Birkner von Bluecode, der selbst schon lange im Payment-Business in Europa unterwegs war. Wie hast du diese Wirecard-Meldung aufgenommen? Ja, es war natürlich schon länger, diese Bilanzfragen waren im Raum. Dass dann die Meldung so dramatisch ist, ist schon unglaublich überraschend, aber vor allen Dingen aus der Sichtweise des Auditors. Also 1,9 Milliarden ist in relativer und in absoluter Größe enorm. Das ist ein Gegenparteirisiko allein schon dahingehend, wo liegt das Geld? Also da einfach fast unverständlich, wie hier sowas so lange durchgehen kann. Das war das Erste. Ja, und das Zweite dann, wenn man aber nur von der Payment-Brille schaut, gibt es ja zwei Aspekte. Das eine ist das Pure Payment, Abwicklung von Zahlungsinstrumenten wie Visas, Mastercards. Da bin ich jetzt überhaupt nicht worried. Der Markt ist enorm kompetitiv. Die Händler, vor allem die Größeren, haben teilweise schon zwei PSPs, die drücken auf den Knopf. Das Volumen geht unglaublich schnell. Die großen Acquirer haben in den letzten 4 Tagen hunderte von Angeboten geschickt. Das wird rasant, wird das gewechselt. Schlimmer im Plattformgeschäft.
Also wenn man als Fintech die Wirecard als Plattform hat, Gott behüte noch die Kunden dort KYC hat, das heißt rechtlich gesehen sind dann die Kunden solcher Startups dann KYC von der Wirecard Bank und deren Kunden, das ist dramatisch. Also da können Dominos fallen, dass es vielleicht einige nicht schaffen, zeitgerecht jetzt wieder alles zu portieren, Kunden neu zu boarden. Das ist der wirkliche spannende Teil, wie man mit so Plattform-Businesses umgeht. Also ja, hochspannend, vor allem in so einem effizienten Markt, was jetzt passiert, wie sich das alles wieder neu orientiert. Also man möge auf die nächsten Tage gespannt sein. Ja. Claudio, die Frage gebe ich jetzt an dich natürlich auch weiter. Wir haben ja am Wochenende schon miteinander viel geschrieben und du hast das ja auch sehr, sehr nahe mitverfolgt. Was waren da deine ersten Gedanken? Du bist ja auch schon lange in der Fintech-Branche unterwegs und kennst Wirecard sicher so gut. Ja, absolut. Zu Beginn sicher eher gar nicht einmal wirklich daran geglaubt, dass es in die Richtung gehen könnte. Ich meine, man muss es vielleicht so vergleichen. Ich kenne jetzt die Wirecard schon ewig lang. Ich glaube, von meiner Seite seit 2014. Da bin ich damals nach München gekommen und für mich war das die große, weite Payment-Welt. Also alles, was ich bisher erlebt habe oder zuvor erlebt habe, war halt bei der Wirecard einfach noch einmal eine Nummer größer oder vielleicht auch 2, 3, 4 Nummern größer. Und über die Jahre die Wirecard sehr gut kennengelernt, viele Projekte umgesetzt und auch viele Leute dort kennengelernt. Und das ist so vergleichbar vielleicht mit dem, dass, also für mich war Wirecard, ist Wirecard in dem Sinn als Marke und als Brand im Bereich Fintech immer eine der Firmen, zu denen du hingegangen bist, wenn du noch Lösungen gesucht hast. Und die Wirecard nicht zu kontaktieren für eine Lösung, die du bauen willst, wäre schlicht und ergreifend ein Fehler gewesen. Weil einer, der diese breite Lösungspalette und auch die Regulatorik dazu anbietet, von denen gab es viele. Und speziell vor 5 Jahren gab es noch viel weniger. Also eine Solaris-Bank und wie sie alle heißen, die gab es halt vor dieser Zeit noch nicht. Und die Meldung an sich, ich habe es zwar natürlich aktiv mitbekommen, auch durch das Aktienthema. Ich glaube, der Talk ist für viele von uns präsent. Aber damals, ich kann mich erinnern, als Michael Jackson gestorben ist, hat man es nicht geglaubt. Waren auch immer viele Gerüchte um ihn. Und bei Wirecard geht es mir sehr ähnlich. Man glaubt es einfach nicht, dass der Gigant im Grunde genommen verschwinden kann. Oder in der Form vielleicht nicht weiter existieren kann. Und so ist es, hat sich aber dann abgespielt. Jetzt überschlagen sich die Meldungen zu Wirecard ja quasi stündlich. Also da hört man, der Chef der BaFin soll gehen, die Wirtschaftsprüfer werden mit Klagen eingedeckt. Die Anleger, die sich da in den letzten Jahren, Monaten Aktien gekauft haben, die kommen auch möglicherweise zu Schaden. Was ist aus eurer Sicht, was ist jetzt die große Konsequenz aus diesem Wirecard-Skandal? Wird der Ruf der europäischen Fintech-Szene massiv darunter leiden oder ist es jetzt eine Chance für die vielen anderen Player, sich Marktanteile zu schnappen? Was wäre da eure Einschätzung? Wer auch immer sich berufen fühlt. Ich würde vielleicht kurz anschließen an das Thema, also ganz kurz diese Brücke zu schlagen. Vielleicht müssen wir uns im Klaren sein, dass Wirecard natürlich vielen Leuten bekannt ist, weil es auch ein DAX-gelisteter Konzern ist. Aber natürlich, Wirecard hat sich immer sehr stark im B2B-Bereich begeben. Das heißt, vielen normalen Menschen, also die jetzt einfach ein Konsument sind, sagt der Name Wirecard nicht viel. Vielleicht jetzt sehr präsent geworden durch diese ganzen Aufarbeitungen oder generell, was in der letzten einen Woche oder in den letzten 2 Wochen passiert ist. Aber auch allgemein, glaube ich, der Endkunde oder der Konsument unterscheidet zwischen Fintech oder Nicht-Fintech, glaube ich, ist die Wirecard ja eher kein, traditionelles Fintech, sondern war auch schon viel weiter vielleicht in der Phase. Also wir reden hier von einer Firma, die über 20 Jahre jung oder alt ist. Ich glaube nicht, dass es unbedingt nachhaltige Schäden in der Fintech-Branche verursacht. Es gibt Angebote oder es gibt zumindest auch die Nachfrage nach neuen Lösungen und eben auch entsprechende Anbieter, die sich die Wirecard-Position einverleiben wollen und auch können. Und ich glaube, der Skandal ist zwar heute sehr präsent, aber das wird weitergehen. Und ich denke jetzt nicht, dass deswegen die Fintech-Welt an sich einen Rückschlag erleidet, auch wenn momentan sehr vieles unklar und schwierig ist. Vielleicht oder so da dran zu hängen. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist jetzt einmal die Aufklärung. Ich glaube, niemand weiß bis heute, was da alles schiefgelaufen ist. Es wird schon von großen Konsequenzen gesprochen. Allerdings ist noch vieles gar nicht klar. Und ich glaube, der erste Schritt muss sein, einmal aufzuklären, wo sind die Fehler passiert? Waren das wirklich wenige oder war das ein Systemversagen? Und so wie die Einschätzung ist, hat ja die Wirecard sehr, sehr viele fleißige, gute Mitarbeiter gehabt, die tolle Arbeit geleistet haben. Und offensichtlich sind weniger, die hier Fehler gemacht haben, die zu großen Auswirkungen geführt haben. Und deshalb muss man analysieren und danach kann man die Konsequenzen ziehen. Und die müssen natürlich ganz knallhart sein und auch umgesetzt werden. Ich glaube,
wenn ich mich da vielleicht reinhängen kann. Ich meine, das ist ein Fall von Malversationen, das ist ein Skandal, vielleicht nicht in der Dimension einer Enron, aber in der Qualität von Enron oder WorldCom, wo einfach der Vorstand ganz offenbar Bilanzen bewusst manipuliert hat und das über Jahre hinweg. Und zwar in einem Ausmaß, dass es wirklich unternehmensgefährdend war dann letztendlich. Und das Zweite, und das wirkt vielleicht noch schlimmer, es ist eben ein im Finanzsektor ein BaFin-reguliertes Unternehmen. Und das betrifft halt unsere Industrie, weil wir extrem streng reguliert sind. Und das ist etwas, wo die BaFin wahrscheinlich neue Regularien braucht. Vielleicht auch eine andere Form der Prüfmöglichkeit. Denn eigentlich sind ja die Prüfungen doch sehr stark formalistisch strukturiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da in Hinkunft eine mehr betriebswirtschaftlich orientierte Prüfung eventuell auch gibt von Seiten der BaFin, was die Prozesse anbelangt. Ich höre jetzt raus, strengere Regularien von Seiten der BaFin. Was bedeutet das dann aber im Umkehrschluss für Fintechs? Jetzt haben wir in Österreich seit 2-3 Jahren so eine Diskussion darüber, dass es so Regulatory Sandboxes geben sollen, damit Fintechs sich ähnlich ein bisschen freier entfalten können innerhalb dieser doch sehr strengen Regeln. Das könnte ja für junge Unternehmen dann nochmal schwerer werden, in diesen Markt einzutreten. Eindeutig, und das ist jetzt meiner Ansicht nach schon ein bisschen gefährlich für das Wachstum, denn eigentlich macht man ja Lizenzen darum und gibt nicht jedem das Recht, Gelder zu halten, zu collecten etc., weil man da Annahme ist, da muss man jetzt viel Regularien und viel Prüfschritte einhalten und wird streng kontrolliert und darum überlässt man das wenigeren, unter Anführungszeichen, die Kapitaldecke haben, die Ressourcen für das aufwenden, aber dafür ist es dann sicher. Das heißt, die das nicht haben, hängen sich via Lizenz oder Plattform an diese wohlgeprüften größeren Player. Jetzt ist genau das Gegenteil passiert. Wahrscheinlich unten drunter viele von den Fintechs, die an der Plattform hängen, haben mit Sicherheit viel weniger angestellt und deren Geschäft ist jetzt in Gefahr oder sogar weg, weil eben der angeblich große durch auch Eigentümerstruktur und doch vieles auch immer hier dann doch Dinge getan hat, die unfassbar sind, die man sich nicht vorstellen kann. Also es ist jetzt schon gefährlich, weil wenn es jetzt unter anderem noch strenger reguliert wird, dann wird eventuell die Anzahl der Plattformfirmen, die das dann noch machen wollen oder können, weniger. Wird auch bedeuten, die Preise gehen wahrscheinlich rauf. Es wird schwieriger onzuboarden, zu zertifizieren. Also das Ganze wird sicher nicht einfacher. Was Sandboxes anbelangt. Sandboxes sind ja tatsächlich so eine Art Spielwiese, um es einmal auszutesten, ob es funktioniert. Und das mache ich in einem sehr, sehr kleinen Kreis, in einem abgegrenzten Zirkel von Kunden. Und dann muss ich sowieso den Schritt machen in die große Welt, wo sowieso alle Regularien dann greifen werden, wenn ich wirklich am Markt teilnehmen will. Also es ist einfach die Chance, dass ich halt in dieser Beta-Phase, bevor ich wirklich das Kapital an Land gezogen habe, das Große, wo ich eben den Proof of Concept gerade erarbeite, dass ich dann die Chance habe, das zu liefern, ohne dass ich schon den ganzen Rattenschwanz von Personalkosten, von Prozesskosten etc. habe, die halt so eine Konzession mit sich bringt. Ich bin mir nicht so sicher, wie viel eine Sandbox tatsächlich bringt fürs Ökosystem, dass um so viele mehr dann nicht nur es versuchen, sondern es umsetzen letztendlich. Ja? Ich glaube, man muss schon relativ weit sein, wenn man sich, wenn man sagt, okay, ich mache einen Fintech, der nämlich konzessionspflichtig ist, investiert haben an Ressourcen und an Infrastruktur, auch in einer Sandbox, dass ich es überhaupt auch in einer Beta-Version rausbringen kann. Bin nicht sicher, ob es überhaupt so viel mehr bringt, was das Regularium anbelangt. Und ich glaube, was die BaFin jetzt anbelangt, ich glaube gar nicht so sehr, dass es strenger, dass die bestehenden Prozesse strenger reguliert werden müssen und strenger geprüft werden müssen. Ich glaube, es muss eine neue Dimension dazukommen und das ist die betriebswirtschaftliche Dimension, wo ich sage, okay, Ernst & Young, die lange Zeit zusammenarbeiten mit einem Unternehmen, mit dem Unternehmen und den internen Prozessen sehr eng zusammenwachsen und deshalb sehr leicht geprüft werden können in Wahrheit. Ich glaube, was zum Beispiel unheimlich viel bringen würde, ist, wenn man verpflichtend macht, dass alle 3 Jahre einfach ein neuer Wirtschaftsprüfer an die Sache rangehen muss. Ja? Alleine das würde schon eine viel größere Sicherheit für die Qualität der Prüfung bringen.
es wird jetzt noch weniger große Plattform-Player geben, die diese ganzen Themenprozesse da abwickeln können und wollen. Bluecode ist ja eigentlich auch auf dem Weg, so ein Plattform-Player zu werden oder will einer werden. Jubelt man jetzt da innerlich ein bisschen, dass die Wirecard da insolvent ist? Ist das ein Vorteil für euer Geschäft? Nein, Bluecode ist ein Payment-Scheme, genauso wie eine Visa oder Mastercard, also ein Regelwerk. Das heißt, unsere Kunden sind regulierte Unternehmen. Die Wirecard hätte ein Kunde sein können im Acquiring oder Issuing. Das heißt, für uns ist einfach, unsere Kunden sind 300 regulierte Firmen, die entweder auf der Issuing- oder Acquiring-Seite ihre Arbeit tun nach unserem Regelwerk. Für uns einfach spannend zu sehen, die Wirecard war ein Top-A-Brand. Niemand hätte mit der Wimper gezuckt, die ins Scheme aufzunehmen, im Gegenteil. Von dem richtig, da ist schon das Knobeln, was das jetzt alles bedeutet. Aber zumindest Stand heute, glaube ich, ist kein Endkundenschaden oder Händlerschaden entstanden. Also das muss man auch sagen zumindest, oder ich wüsste jetzt nicht, weil die Gelder fließen von den Endkunden in die Settlement-Banken zum Acquirer und zum Händler. Da wurde meiner Ansicht nach nichts abgezwackt. Von daher, das Payment bin ich eben weniger worried, ganz offen, weil das ist, das funktioniert, und wenn nicht, jetzt wird es dann ganz schnell umgeschiftet. Ich bin wirklich viel mehr worried, diese Plattformnummer. Also das ist einfach dramatisch, weil jetzt wird es ja weniger geben, wie vorher gesagt. Die werden noch genauer geprüft werden. Die werden auch noch stärker prüfen, wer bei ihnen andockt. Und das wird die Geschwindigkeit und die Innovation etwas rausnehmen. Und das ist einfach nicht gut für den Markt. Und ganz besonders dramatisch eben für die ganze Wirtschaftsprüfersachen. Also dass sowas überhaupt bei einem DAX-Unternehmen, wie gesagt, passieren kann, ist mindblowing. Und die Idee gerade hier, dass man wechseln muss, dass man Berater oder Auditor wechseln muss oder dass man sogar zwei ansetzen muss. Also jetzt muss man sich was einfallen lassen, weil das ist nicht tragbar. Ja. Ich glaube, generell gilt für alle Firmen, die jetzt natürlich in Konkurrenz zur Wirecard standen, natürlich ist es eine Opportunity. Man nimmt diese Opportunity auch sicherlich wahr, sei es jetzt seitens Mitarbeiter-Hiring oder auf der anderen Seite, dass man Kunden übernehmen kann. Aber ich kann auch wirklich vom Markt sagen, keiner freut sich und keiner ist schadenfroh oder in irgendeiner Weise jetzt besonders entzückt, dass dieser Vorfall passiert ist. Also ich glaube, Competition belebt auch hier sicher das Geschäft. Und es gibt ja nicht allzu viele Plattformen, an die man sich wenden kann, speziell als Fintech, weil man braucht immer zwei Komponenten. Das eine ist Tech, also die technische Seite, und die andere ist einfach die Regulatorik. Und da gibt es nur sehr wenige Player, die das in dem Umfang anbieten, wie es vielleicht eine Wirecard oder auch eine Solaris oder um einige zu nennen, auch britische Unternehmen gibt es ja das ein oder andere, eben anbieten. Also ich glaube insgesamt, ja, es hilft dem einen oder anderen sicherlich für Wachstum jetzt, aber insgesamt ist die Branche sicher ein bisschen, in dem Sinn angeknackst, aber nicht lange. Also ich glaube, die Innovation wird weitergehen. Also wir werden das, auch wenn härter reguliert ist und mehr Regularien zu befolgen sind, wird es trotzdem innovative Unternehmen geben, die einfach Wege finden, hier auch mit den neuen Regularien tolle Produkte aufzusetzen. Ich bin ja da ganz kurz anknüpfen könnte. Also ich kann ja dem Claudio und auch dem Christian ganz zustimmen. Der Christian hat auch vorher gesagt, es gibt ja in Europa keine Händler, die da berichtet hätten, dass sie keine Gelder bekommen hätten von der Wirecard. Also ich glaube, das zeigt ja auch, also in vielen Dingen hat es ja auch funktioniert. Ich glaube, man muss jetzt nochmal ganz genau feststellen, wo waren da die Probleme. Und man muss ja vorsichtig sein, wenn man sagt, man will jetzt pauschal alle Regeln verschärfen. Weil ich glaube, eins muss man sagen, die Wirecard war lange Innovator in der Branche, hat Produkte umgesetzt, wo sich keiner drüber getraut hat, das neuartig anzugehen. Und das ist auch wichtig in einem Bereich. Fintech lebt von Innovation, von neuen Ideen. Und wir müssen den Spielraum auch offen lassen, diese Ideen einmal auszurollen, auszuprobieren. Und natürlich braucht es dafür Regeln und die Regeln müssen eingehalten werden. Aber es darf nicht dazu führen, dass die Regeln so streng sind, dass zum einen die Kosten so hoch sind, das überhaupt umzusetzen, oder es dauert viel zu lange, dass man gar keine Chance mehr hat, das umzusetzen. Ich glaube, da muss man jetzt vorsichtig sein, welche Schlüsse man insgesamt zieht und wirklich auf den Fokus auf die Probleme jetzt setzt, die wirklich eingetreten sind. Ich glaube auch, dass das eigentlich das Tragische war bei der BaFin, weil die BaFin doch eigentlich in den letzten Jahren jetzt genauso wie die FMA in Österreich sich unheimlich bemüht hat, hier ein Level Playing Field zu schaffen, wo wir im deutschsprachigen Raum nach dieser verstaubten Phase bis in die 2000er hinein endlich die Chance haben, auch Fintechs tatsächlich auf die Beine zu stellen in einem regulierten Umfeld. Man hat sich mit Tech-Plattformen auseinandergesetzt und wirklich versucht, konstruktiv mit uns zusammenzuarbeiten. Das muss man sagen, das war eigentlich
von den Regulatoren eine ziemlich große Leistung, sich so auf uns auch einzulassen. Und ich finde es wirklich extrem traurig, und dass das jetzt mit Wirecard passiert ist, wo einfach so viel Goodwill da war vom Regulator, dass der eben missbraucht worden ist. Und meine Sorge ist eben, dass die Politik jetzt hergehen wird, der BaFin ins draufwamsen wird, und dass es jetzt zu einem Overkill kommt, der politisch, der von Medien, von diesem Brouhaha jetzt motiviert ist, wo eigentlich keine klare Lösung da ist, beziehungsweise kein Framework geschaffen wird, das wirklich allen Beteiligten was wirklich bringt, außer dass es ein Köpferollen gibt. Das finde ich echt schade. Naja, also Training Topic gehört auch zu dieser Medienbranche dazu. Wir haben auch viele Artikel rund um Wirecard geschrieben, unter anderem auch am Wochenende, dass es ja dann, auch wenn jetzt, wie wir gehört haben, Online-Shops, Endkunden noch keinen Schaden gehabt haben, sehr wohl aber einige Fintechs Kunden der Wirecard oder einer Wirecard-Tochter sind und waren, deren Kreditkarten, die sie dann an ihre Kunden wiederum ausgeben, dann auf einmal nicht mehr funktioniert haben. Ist das auch quasi ein großes Warnsignal an kleine Unternehmen, dass sie da sehr gut aufpassen müssen, auf welche Plattform sie da aufbauen? Also es gab ja dann CurveTenix, Crypto.com, Holvi und noch einige andere, deren Karten einfach nicht mehr funktioniert haben. Ist das eine Gefahr? Dramatisch, und das glaube ich eben, wie gesagt, das Payment, das Abwickeln der Visa-Transaktion für einen Händler, wie gesagt, keine große Geschichte, da ist, glaube ich, nichts verloren und das ist schnell umgebucht. Plattform ganz anders und völlig richtig. Wenn jetzt ein Fintech bei einem Venture Capitalist um eine Finanzierungsrunde anfragt und vorher der Venture Capitalist mehr oder weniger, oh, es geht um das Team und die Idee und was ist unsere Roadmap, wie ist die Go-to-Market-Strategie, na, aber ganz sicher ist jetzt ein Key-Bestandteil, wo und mit wem partnern wir, wenn wir selber die Lizenz noch nicht haben oder gar keine brauchen. Denn das ist jetzt die wirklich dramatische Situation. Und ein VC hast gerade ein Fintech gefundet, der ist noch nicht über den Berg. Und jetzt weißt du, dass Umboarden und Umbauen auf eine andere Plattform mit den ganzen Lizenzierungen und den Contracts und den, vielleicht ein völlig neues Onboarding der Kunden, das kann sich für viele einfach nicht mehr rechnen. Und darum völlig richtig, im Plattform-Business geht es jetzt ab. Und da bin ich ganz sicher, wird viel, viel genauer zumindest versucht zu schauen, auf wen man sich da einlässt. Ja? Markus, wenn du solche Geschichten hörst von anderen Startups, die dann auf einmal nicht mehr funktionieren, bist du dann ein bisschen froh, dass ihr mit Wirecard dann am Ende derzeit keinen großen Partner habt? Also ich glaube, wir können mal sagen, wir haben da eher Glück gehabt auch in dem Kontext, weil natürlich, also ich glaube, das kann jeden treffen. Die Wirecard war ein hoch angesehenes Unternehmen. Niemand hätte jetzt gedacht, dass es gerade jetzt in der schnellen Zeit passieren kann. Ich glaube, da ist niemand davor gefeit. Gerade wenn man jetzt als Startup startet, also wir kommen ja mehr aus dem Acquiring-Bereich, was das betrifft. Wir sind ja nicht so im Issuing-Bereich drinnen. Das heißt, wir bieten Kunden eine digitale Kassenlösung an mit Kassenbuch und einem Bezahlterminal. Und wenn man sich vorstellt, wir haben mehrere tausende Terminals draußen mit einem bestimmten Acquirer, der voll integriert ist in unserem System, sind wir auch eine Art Plattform für den Endkunden. Und könnte uns genauso passieren, dass hier dann eben zum Beispiel, wenn wir auf einen einzelnen Acquirer gesetzt hätten, der dann davon betroffen wäre, dass wir auch massive Kunden haben, die dann ihre Zahlungen nicht mehr abwickeln können. Und gerade wenn man darüber bedenkt, natürlich kann man das ändern, nur wenn wir jetzt der zentrale Anbieter sind, bis wir tausende Kunden ausgetauscht haben, die Terminals, die ganzen Abwicklungen, also das ist ein Horror, das glaube ich will man niemandem zumuten als Unternehmer, und das kann jedem in eine massive Schieflage von einem Tag auf den anderen bringen. Also ich glaube, es braucht ein Umdenken, ich glaube, man muss sich ja überlegen, setzt man wirklich alles auf eine einzige Karte, braucht man hier vielleicht Lösungen auf, dass man mehrere hat, wo man das Risiko streut. Es bringt auf jeden Fall hier ein bisschen ein Umdenken mit rein. Aber ich glaube, aus unserer Sicht kann man sagen, wir haben jetzt Glück gehabt, aber ich glaube, alle müssen vorsichtiger sein in Zukunft. Eine große Frage ist ja generell, wie es mit der Wirecard weitergeht, aber wie es auch mit den, glaube ich, mehr als 5.800 Mitarbeitern weitergeht. Claudio, du hast ja am Wochenende da auch gleich eine Aktion gestartet. Mittlerweile gibt es eine Google Docs-Liste unter dem Hashtag Beyond Wirecard, wo sich mittlerweile 500 Mitarbeiter eingetragen haben, die am liebsten lieber gestern als heute einen neuen Job hätten. Erzähl uns mal kurz, wie kamst du dieser Initiative und welche Unternehmen suchen diese Wirecard-Mitarbeiter?
Vielleicht ganz allgemein, wir müssen ja aus Sicht heute sagen, die Wirecard als Unternehmen, sie existiert ja immer noch. Also sie ist nicht weg, sondern sie sind nur in Insolvenz. Aber natürlich, eine Insolvenz ist nie in dem Sinne ein gutes Zeichen. Das heißt, da wird sicherlich auch Umstrukturierungsmaßnahmen und Downsizing-Maßnahmen geben, wenn man die in einem, sage ich jetzt mal, vielleicht gesunden Kern erhalten will oder kann. Und viele Teile werden natürlich vielleicht nicht weiter betrieben oder in dem Sinn auch einfach verkauft. Jetzt wissen wir natürlich auch, da sind wahnsinnig viele Mitarbeiter mit Sicherheit auch betroffen. Und ich war ja noch am Mittwoch in Aschheim in der Zentrale in München und habe den ein oder anderen Termin dort noch gemacht und habe natürlich hautnah diese Stimmung mitbekommen. Und über die Jahre habe ich sehr viele Leute kennengelernt und habe immer die Möglichkeit bekommen, beim Mittagessen eben mit einer Truppe sozusagen von der Wirecard Mittagessen zu gehen. Und wie es halt so ist, in der Kantine kommt man zwangsläufig mit ganz vielen Gesichtern in Kontakt, die man so kennt. Und die erste Frage war natürlich immer, alleine schon vom Reflex heraus, ja, wie geht's dir? Und natürlich eine komplett blöde Frage in der Situation, aber die passiert einem so halt in dem Sinn. Wie soll es jemandem gehen, der momentan im Grunde genommen genauso die Information nur aus der Presse kriegt, wie jeder andere auch? Und gut, ich habe dann noch ein paar Termine gemacht an dem Tag und habe halt so die Stimmung auf mich ein bisschen einwirken lassen und war dann noch am Parkplatz und es ist ein wunderschöner blauer Sommertag in dem Sinn und im Grunde genommen eh alles gut. Aber natürlich, ich habe gesehen, da kommt irgendwas auf uns zu, was dann am nächsten Tag auch passiert ist. Also die Geschichte mit der Insolvenz und dann natürlich noch einmal mehr Unklarheit. Und ich bin nach Hause gefahren, wollte ich eigentlich den Parkplatz gar nicht so gerne verlassen, weil ich war so oft bei der Wirecard und vielleicht bin ich auch in Zukunft auch wieder oft bei der Wirecard in einer gedownsizeden Variante und habe noch ein Foto gemacht und habe mal beim Nachhausefahren gedacht, okay, was könnte man tun? Wie könnte man den Leuten vielleicht irgendwie helfen? Und am Abend, als ich nach Hause gekommen bin, spät abends, keine Ahnung, was, vielleicht 10 Uhr oder so, habe ich noch auf LinkedIn und Twitter gepostet, falls irgendjemand von Wirecard eine Intro braucht zu einem Fintech, ich habe halt doch in den letzten Jahren ein größeres Netzwerk aufbauen können. Der soll mich einfach anschreiben und ich helfe gerne. Dann bin ich schlafen gegangen und über Nacht ist meine Inbox voll gewesen. Und ich wusste, okay, das kann ich jetzt nicht mehr manuell bearbeiten. Also muss ich das irgendwie automatisieren. Und so habe ich das Google Docs aufgebaut. Einmal für die Arbeitnehmerseite sozusagen, also für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Wirecard, um sie zu matchen mit potenziellen Arbeitgebern, die eben auf der Suche sind. Zeigt uns übrigens auch jetzt Corona, trotz Corona, die Unternehmen sind stark am Suchen von Talent. Wirecard hat sehr viel Talent. Man kann ja auch nicht nur einmal eben so bei Wirecard beginnen. Also man musste auch diesen Prozess durchgehen und auch gut genug sein sozusagen, um mit dieser Company zu arbeiten. Also vom Skill her, Hard Skill, Soft Skill, wie auch immer. Genau, und so hat sich das entwickelt. Ich habe das gepostet, diese Liste, habe es geshared mit dem einen oder anderen aus dem Netzwerk und gebeten, bitte in der Firma, in der HR-Abteilung vielleicht das auch zu verwenden. Und so haben wir mittlerweile knapp, glaube ich, gute 500 Mitarbeiter auf der Liste. Das ist gemessen an der Anzahl von der Wirecard-Mitarbeiter doch mittlerweile, glaube ich, ein Viertel der gesamten, des gesamten Unternehmens global. Das heißt, speziell für die Standorte München, Dubai, auch China ist dabei, Brasilien ist dabei. Genau, und habe es noch gematcht mit der Arbeitgeberseite sozusagen. Und da sind es mittlerweile über 200 Firmen. Sehr tech-affine Unternehmen natürlich, aber nicht nur aus dem Fintech-Bereich oder wo man sagen könnte Payment und Banking, sondern auch Healthcare zum Beispiel oder alles, was in sozusagen Digitalisierung von Prozessen hineingeht. Ja, so ist es vom Umfang. Da muss ich gleich weiterfragen. Markus, Christian, Karin, seid ihr da auch vertreten? Wollt ihr auch Wirecard-Mitarbeiter? Noch nicht, aber wir schauen es uns an. Das steht aber jetzt fest. Ja, also von unserer Seite. Ja. Bitte, Christian. Ja, von unserer Seite absolut. Ja. Also wir suchen und bei der Wirecard gibt es genau das Talent, das wirklich weiß, wie ein Scheme funktioniert, wie Issuing funktioniert, wie Acquiring funktioniert, wie Mehrwertservices funktionieren, wie Compliance funktioniert und, und. Also das ist genau der Talentpool, wo ein Fintech natürlich Riesenspaß dran hat. Also an der Situation gar nicht, aber findet man selten in dem hart umkampften Markt, dass man auch dann mit potenziellen Teammitgliedern reden kann. Also ja, eindeutig. Ja. Also macht total Sinn und super Aktion. Also ich glaube, also aus unserer Sicht kann man sagen, also wir suchen auch natürlich Mitarbeiter, gerade in dem Thema Payment, das wir auch anbieten, sind wir dringend auf der Suche nach Personal, das sich auch auskennt. Ich glaube, bei der Wirecard ist es auch das Thema, wie der Claudio schon gesagt hat, die Firma gibt es noch. Ich glaube, die Mitarbeiter sollen einfach wissen, es gibt viel interessante Firmen am Markt, die sich um sie scheren. Das heißt, niemand muss oder sollte Angst haben, jetzt irgendwo
hier in die Arbeitslosigkeit oder so gehen zu müssen. Ich glaube, das ist eine gute Message. Schlussendlich liegt es an jedem selbst, wie er seine Zukunft gestalten möchte. Und ja, und vielleicht gibt es auch die Wirecard in einer anderen Form, wie wir sie heute kennen, weiterhin. Und es braucht ja auch Mitarbeiter. Aber die Aktion von Claudia finde ich doch gut, dass man das einfach mal öffentlich macht und dass sich auch viele Firmen hier gleich gemeldet haben. Und ja, und wir suchen natürlich auch Händeringen. Ich würde gern zur Abschlussrunde kommen. Ich würde jeden von euch bitten, was ist eure Prognose für die Wirecard? Wird das Unternehmen zerschlagen? Wird es verschwinden? Wird das jemand aufkaufen? Wird es filetiert in viele Einzelteile? Was ist da eure Prognose? Die Player, die sich im Finanzszene auskennen, ein paar Private Equity Firmen, die da in den letzten Jahren auch schon viel zusammengemerged haben, ganz sicher schwadronieren die jetzt ein und schauen das ganz genau an, auch schon allein nur, um zu lernen, was es alles gibt. Aber jetzt muss man erst der Insolvenzverwalter auch die Sachlage verstehen. Ich persönlich glaube jetzt nicht, dass hier so viel M&A-Aktivität vonstatten geht, weil wie gesagt, im Payment-Bereich sind die Händlerkunden mittellangfristig schnell weggebucht. Und die Plattformgeschäft ist genau da, wo man auch die Kunden am Weglaufen sieht. Einfach wird es nicht. Das Ganze ist enorm international verwoben. Noch ist nicht mal klar, wie es genau gekracht hat. Also ich vermute mal, schnelle Moves wird es nicht geben. Und das bedeutet, in einer Fintech-Szene, die schnell moved, sind dann auch nicht mehr alle Kunden auf der Plattform. Also ich denke, es wird viel gekreist, aber mein Gutfeel wäre jetzt, da wird nicht schnell geschossen dann. Ne? Markus, deine Prognose, wie schaut Wirecard in einem Jahr aus? Also ich glaube, das weiß wahrscheinlich heute niemand ganz genau. Generell wird es so sein, dass sich vermutlich, auch wie der Christian gesagt hat, die wenigsten antun werden, das gesamte Konstrukt auf einmal zu kaufen. Das sind so viele Risiken jetzt noch mit sich, also Klagen, Prozesse. Ich glaube, das weiß niemand, was alles kommen wird. Es werden sich sicher die ein oder andere Firmen einfach ansehen, okay, was für Asset gibt es aus der Wirecard, und es wird wahrscheinlich hauptsächlich aus dem technologischen Bereich sein, weniger vielleicht die Kunden, weil auch die Kunden eben auch vielfach migriert werden können, aber es bleibt auf jeden Fall spannend, was passiert. Natürlich wäre es zu hoffen, dass speziell in Europa einfach ein starker Player bleibt oder auch neue entstehen, einfach um hier die Vielfalt und das Angebot für Fintechs möglichst hochzuhalten. Ich glaube, es gibt zwei sehr wahrscheinliche Szenarien. Das eine ist, die Firma wird in einem gesunden Kern erhalten, aber natürlich nicht in der bisher bekannten Wirecard-Größe. Das heißt, das wird eher der Fokus auf das europäische Geschäft sein, Issuing, also die Herausgabe von Zahlungsmitteln, und Acquiring, in dem Sinn sozusagen die Akzeptanzermöglichung von Kartenzahlungen oder generell von Zahlungen. Ich glaube, da gibt es in Europa durchaus einen möglichen Ansatz, das zu erhalten. Auch lizenzmäßig, man hat ja von der Wirecard Bank bis hin zur Wirecard Card Solutions, also die E-Geld-Lizenz, sozusagen die kleine Banklizenz, wenn man es so ganz salopp formulieren darf, es ist ja doch einiges an wertbeständigen Teilen da. Und ich glaube, man wird halt international das alles Geschäft, was außerhalb von Europa ist, eher möglichst schnell abstoßen wollen und müssen. Die zweite Variante ist dann die etwas traurigere. Das ist vielleicht die komplette Zerschlagung des Konzerns in einzelne Filetstücke. Die gibt es mitunter auf jeden Fall. Und ich denke, man wird eher jetzt am Plan 1 arbeiten. Und wenn der nicht funktioniert, dann wird es eine Auftrennung geben in die einzelnen Unternehmensbereiche. Alles klar, super. Gut, also viele Fragen sind natürlich noch offen. Vielen Dank für eure Expertise rund um den Fall Wirecard ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und ein bisschen über die Zukunft und die Potenziale aus dieser Insolvenz zu sprechen. Markus, Claudio, Karin und Christian, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für den Virtual Roundtable. Ich wünsche euch natürlich mit eurem Fintechs weiterhin alles Gute, auf dass ihr nicht in die Fußstapfen von Wirecard treten müsst. Danke fürs Dabeisein, und euch, liebe Training Topics Zuseher, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem Virtual Roundtable bei euch melden. Bis dann und ciao. Bis dann, hallo, danke. Danke, ciao.